Tag zusammen und willkommen zurück im LS19 auf der Karte Oberes Glantal. Zufällig habe ich hier jetzt den letzten Strohballen in der Maschine drin. Ich habe nämlich offline die Grasschwaden zu Ballen gepresst und hier auch gleich Stroh vom Haberfeld in Rundballen gepresst, weil das zieht sich doch ein bisschen, das will ja keine Ewigkeit, ich sehe. Raus? Gut. Fahren wir den erstmal zurück. Zwischenzeitlich war dann auch der Drescher fertig mit Feld 13. Den habe ich wieder zurückgegeben, der war ja nur gemietet. Ja, nee, die krieg ich erst am Sonntag. Ja. Ich denke, die Sojabohnen fahre ich jetzt erst ins Gartencenter, da war der Preis der bessere. Und dann müssen wir mal gucken, ich glaube Gras haben die Kühe jetzt gar keins mehr. Zumindest haben wir in den Ballenlager, glaube ich, keins mehr. Auch gleich mal schauen. Die kurzen Anhänger, die sind so schlecht zu manövrieren hier. Ist schlecht. Ich hole jetzt erst hier, ist komischerweise, warum weiß ich gar nicht, noch ein Grasballen rausgekommen. Den nehmen wir jetzt erst auf, dass es hier keine Vermischungen gibt, gell? So, und da holen wir uns erst die Grasballen. Jetzt gleich weiter, das fahren wir jetzt erstmal verkaufen. Da war der bessere Preis, das sind Sojabohnen. Oh, habe schon was im Lager, das können wir auch noch dazu tun. Der Gartencenter für 2,8. Und wir haben generell noch Getreide, sehe ich gerade. Ja, gucke. Also 2,8 bringen die Sojabohnen. Dann machen wir den Anhänger noch voll mit dem Rest aus dem Lager. Dann fahren wir ins Gartencenter und machen es zur Kohle. Wie? Komm! 300 PS? Stell dich nicht so an! Gib Gummi! Für die Kühe brauchen wir Sojabohnen nicht, also können wir sie wegfahren. Ich fahre mal hier den Ausgang, da war ich noch nicht. Boah. Ah, okay. Alles klar. An der Tanke vorbei, da kommen wir auch direkt auf die Hauptstraße.
hier mit der Parzelle habe ich noch was vor, wenn es funktioniert. Das muss ich aber erst offline testen, bevor ich mich hier zum Kasper mache. Noch mehr als sonst auch. So, Gartencenter, wissen wir mittlerweile, wo es ist. Tempomat rein und ab dafür. So, heute nichts vom Metzger, ich habe gut zum Mittag gegessen. Also, dass ich das Gartencenter hier halten kann, null Kundschaft und dann bezahlen die solche Preise für Sojabohnen. Respekt! So, was gibt's denn? Boah! Nicht. Also ich denke mal, da werde ich mir noch ein paar Kühe bringen lassen. Also ehrlich, ich war ja heute am Aufnahmetag in der Pfalz unterwegs. Kaiserslautern, Rammstein, die Ecke da hinten raus. Das sieht echt original so aus wie hier auf der Karte. Das ist so toll gemacht. Das haben wir jetzt hier, den Anhänger brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Den können wir parken. Habe ich eigentlich schon einen Hochdruckreiniger? Entschuldigung. Ich glaube, ich habe einen Brösel auf der Schalmei. Der Winkel ist zu spitz. Ich bin spitz, pass auf. Hey. Gut gemacht. Ich habe gar keinen Hochdruckreiniger. Ich muss mal einen holen hier. Zum Geisha-Händler meines Vertrauens.
Nee, haben wir nicht. Nee, das kann. Wo soll der hin? Der kann wohl schlau, der Motor. Der Luftfilter ist irgendwo weit weg. Kann durch, kann kein Wasser reinkommen. Aber das war keine Black Beauty, das war eine Dreck Beauty. Ist der Traktor für die Karte oversized? Hm. 39er Fendt. Also wenn ist das, dann denke ich schon das Maximum hier. Also größer brauchen wir ja nichts. Dann hier schön unter dem Kotflügel, ne? Hier ist ja unter dem Traktor, das sieht man ein bisschen schlecht, ist ein Ölabscheider verbaut. Deswegen darf ich das auch machen hier. So, wir fahren mal zum Kuhhof, zum Kuhstall. Mal schauen, was die Mädels brauchen. Ich hätte ja laufen können, aber ja, wieso? Also Stroh ist noch genug da. Zwei Silageballen sehe ich hier noch. Irgendwo auf der Karte liegt dann noch ein dritter. So, wollen wir mal kurz auf den Laptop schauen. So, Mädels, habt ihr nichts. Ihr habt echt genug eigentlich noch. Wasser auf jeden Fall, Stroh ist vollkommen cool. Gras könnt ihr ein bisschen gebrauchen und Silage. Das heißt, ich mache auch ein paar Silageballen. Und für die Mischration schauen wir mal, was wir da holen. Futtermischer zum Anhängen oder Selbstfahrer? Je nachdem. So, wie sieht es hier aus? Also hier ist alles mögliche, die 20 müsste eingesät sein. Jawohl, das ist im Wachsen. Alles andere ist erst abgeerntet. Brauche irgendwas Kalk. Ja, Glück gehabt. Gut, dann müssen wir düngen. Düngen, düngen, düngen. Ja, hier sieht man, weil die Kartoffeln untergekrubbert wurden, ist hier die erste Düngestufe schon erreicht. Das ist cool. Also müssten wir erstmal unsere anderen drei Felder düngen. Das könnte der Käse machen, nachdem er die Ballen eingesammelt hat. Ja. So tun wir. Ach, da ist noch voll mit Wasser. Ai. Aber das fahren wir nebenhin, da kommt ja kein Mensch durch. Das kommt zu hart. So, du bleibst hier. Dann wird der große Fendt geparkt. Den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wobei, im Moment können wir ja mit dem noch Düngen fahren. Nee, das ist nicht Dünger, das ist Kalk. Dünger ist da hinten. Hier ist der Düngerstreuer. Und so ist es richtig voll abgestellt, dass man es direkt anfangen kann. Sehr gut. So, fangen wir bei Feld 17 an.
Das ist rechteckig, das müsste eigentlich hinkriegen. Die Musik riecht mich auf. Oh. Okay. So, auf geht's. Ja, Musik kann man schon haben, aber nicht des Gejodels. Rock. Okay. Probieren wir Rock. Auch mal langsam die Folge wieder beenden. Ich habe immer keinen Plan, wie weit ich bin, wie lang es schon geht. So, geht das gut oder nicht? Das probieren wir noch aus. Alles brauchen sie eh nicht, aber für die Zukunft vielleicht gut zu wissen, ob das funktioniert. Wenn jetzt alles umfalle. Oh oh! Cool! Echt, ist ja noch so viel reingegangen. Timo! Wow! 50.000 Liter. Oder sind die jetzt auch mit verschwunden, obwohl sie nicht gebracht wurden? Das weiß ich jetzt nicht. Also würde ich sagen, machen wir die restliche Silage bald. Je nachdem, wie viel es noch sind. Nicht schlecht. Also ihr habt Hunger, Mädels. Ja, bevor ich mir das angucke, beende ich diese Folge. Keine Ahnung, wie lange es jetzt gegangen ist. So ist es, wenn ich im Spiel drin bin, da vergeht sich die Zeit und alles um mich drum herum. Ja, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Und lasst vielleicht ein Abo da oder einen Daumen nach oben da. Kostet alles nichts. Ich würde mich sehr freuen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüssi.